Philipp Handler. Sind Sie schon McDonalds gewesen? Nein, leider noch nicht. Das ist sicher noch ein grosses Projekt, das ich nach dem Spiel, also nach meinem Wettkampfeinsatz, vorhabe. Aber das wäre doch gesunde Ernährung, das wäre doch vor dem Wettkampf eigentlich. Das meinen viele, dass McDonalds wirklich gesund ist. Ich meine, es gibt sicher Produkte, die gesünder sind als andere. Ich persönlich denke, vor einem Wettkampf ist es sicher nicht optimal. Was essen Sie denn sonst so? Ich esse meistens gesunde Sachen. Sei das ein Brötchen oder sei das ein Müsli oder eine Suppe. Vielen Dank fürs Interview. Merci vielmals. Ja, mit mir der Herr Keller. Guten Tag, Herr Keller. Grüezi, Herr. Ich bin der Herr Handler. Grüezi, Herr Handler. Ja, ich denke, fangen wir gerade an. Und zwar, die erste Frage geht um Ihr bevorstehendes Spiel. Wie lange denken Sie, wird es gehen? Ich habe zuerst 3 Gewinnsätze gewonnen. Ein Satz geht auf 11. 2 Vorsprung muss man haben. Ist es wahrscheinlich, dass der Trainer ein Handtuch wirft, wenn die Leistungen von den beiden Gegnern so unterschiedlich sind? Also, Gegner habe ich zuerst nur einen, aber... Also die beiden Kontrahenten. Handtuchwerfen ist bei uns nicht möglich. Das ist, glaube ich, nur bei den Sprinter 100 Meter möglich. Ja, da wüsste ich nicht mehr dazu. Können Sie mir vielleicht noch sagen, eben Ping-Pong wird oft mit Buddy verglichen. Können Sie da etwas dazu sagen? Sind Sie in der Buddy? Spielen Sie auch ein bisschen Tischtennis? Früher schon, ja, aber wir spielen Tischtennis und nicht Ping-Pong eigentlich bei uns. Und was ist besonders wichtig am Tischtennis spielen? Tischtennis, mehr Punkte machen als der Gegner. Und was macht Spass? Das ist eigentlich einfach so ein leichtes Böllchen, das ein bisschen rumfliegt. Was ist der Reiz an dem Ganzen? Der Reiz ist, sich mit dem Gegner zu messen, Spass haben, mehr Punkte machen als der Gegner. Ja, das klingt sehr vernünftig. Vielleicht noch eine letzte Frage. Wer ist Ihr Lieblings-Security-Personal hier im Village? Haben Sie da einen Favorit? Oder welchen Eingang benutzen Sie am liebsten? Also am liebsten bin ich mit dem 100-Meter-Sprinter Philipp Handler unterwegs. Das kann ich verstehen natürlich. Wieso? Ja, das sind wir am schnellsten. Da können wir abhauen. Genau. Danke vielmals, hier aus dem Olympischen Paralympischen Dorf. Und zurück zu dir, Maike.